dran hab gehangen. Ganz lässig mal abgehangen, ja? Ja, ich hab voll abgehangen. Ey, Mann! Was hängst du hier rum? Da hat der ganz gute Mann am Abhang einfach abgehangen. Werden die ganzen weißen Blümchen zerstört hier. Oh, du Mörder. Rantanplan. Flatter schneller, Flattermann. Damit du schneller flattern kann. Dip 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 dip. In anderthalb Wochen ist es übrigens soweit eigentlich für die Gamescom. Glaubst du, dass ich immer noch keine Tickets hab? Oh je. Ich denke, Stefan wollte sich drum kümmern. Jupp. Ist doch wohl noch nicht so einfach. Deswegen bin ich ganz froh. Ich habe zwar den Leuten gesagt, dass ich vielleicht auf der Gamescom bin, aber keinen Trailer gemacht habe. Also falls ihr euch jetzt wundert, warum immer noch keiner da ist, das liegt daran, weil ich immer noch keine Tickets habe. Und erst wenn ich diese in der Hand habe, beziehungsweise 100% bestätigt bekommen habe, dass die Tickets da sind, werde ich euch dann mal informieren. Und wer dann Bock hat und vielleicht auch auf der Gamescom ist, der kann mal Hallo sagen mit unserer ja geplanten Aktion, die wir da starten wollen. Und ja, aber erstmal gucken, ob es was wird. Wäre schade, wenn es nicht klappt. Hast du so ein cooles T-Shirt? Romiat! Ich habe ja eigentlich mittlerweile zwei coole T-Shirts, wenn ich ehrlich bin. Na, einmal mein Kanal und einmal dieses Romia-T-Shirt. Aber da will ich immer noch gucken. Ich meine, ist ja der Prototyp, sag ich mal. Es war einfach so testweise, ob das Ganze so funktioniert. Ob man das irgendwie noch verfeinern kann. Ja, das wäre cool. Also ich finde, das Bild müsste größer sein. Und das geht also halt bei so... ist meine persönliche Meinung. Nee, du hast ja im Endeffekt auch recht. Schade ist es halt, dass verschiedene Druckereien das nicht größer irgendwie zur Verfügung stellen. Du kannst zwar einen ewig großen Text auf dein T-Shirt hinstellen. Romiat. Genau. Aber du kannst kein riesen Bild darstellen. Entschuldigung, der kam einfach so aus. War noch das Essen von grad. Ja, ist klar. So kennen wir dich ja. Du lässt nichts stecken, kommt alles raus. Natürlich. Moment, nee, das kannst du so nicht. Das hat jetzt aber ziemlich lang gebraucht. Ja, ich bin noch nicht ganz wach. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen müder wie du. Och, ich bin Zeit. Oh Gott, ich weiß ja nicht, wenn ich aufgestanden bin. Sechser? Gegen sechs bin ich aufgestanden. Na, du bist zeitig schlafen gewesen, oder? Zeitig schlafen war ich nicht. Nicht? Nee, ganz normal. Ganz normal.
ein, zwei Schichten noch und dann oben drauf eher. Boah, hör auf, ey. Nein. Na komm, nicht aufgeben, weitermachen. So, die zweite Kiste ist zur Hälfte voll. Ui, ich müsste mal was essen. Na, das Problem hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal. Ich muss unbedingt mal dran denken, mir wieder ein bisschen mehr Essen einzustecken. Ich habe nur noch 31 Schweinefleisch. Und da mehr momentan auch. Wir haben so viel zu fressen da, dass wir erstmal die Kisten nicht wieder auffüllen brauchen. Ich bin ja schon fleißig dabei, die leer zu machen, so gut es geht. Dann können wir wieder Schweine und Kühe quälen gehen. Oh ja. Was hat noch mal am meisten Hunger geheilt? Ich glaube, der Burger, ne? Noch der Burger mit 5. Ja, yeah, sehr geil. Und das hat lange angehalten. Ey, ich denke, was liegt denn hier am Boden, ey? Ey, ich habe gerade echt gedacht, ich hätte aus Versehen Kuh gedrückt. Ich war schon echt am Zweifeln gerade. Oh, Romiat. Du siehst, wie viel Arbeit das noch ist. Guck dir das mal an, ich muss bis da hinten noch. Und dennoch zwei beschissenen Ebenen. Projekt haben, der Stefan hat das vorgeschlagen, jetzt musst du es bauen. Zack, zack, hier. Guck mal, wie schnell das bei dir geht. Ja, nee, ist klar. Also komm, ich bräuchte mindestens 3 oder 4 Tage länger, wenn ich das machen müsste. Gut, ich flieg wieder zum Ofen. Ja, bevor ich noch auf blöde Ideen komme, die ich mit einspannen könnte, ne? Genau, schnell weg, 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 schnell weg. Hat Ding Dong gemacht. Wie ist wer aufgemacht? Ding Dong. Hat wenigstens wer aufgemacht? Nee, leider nicht. Bin eingebrochen. Ich hab unter den Teppich den Ersatzschlüssel genommen, weißt du? Okay. Obwohl, da stehen Blumen daneben. Könnt ihr auch unter dem Blumentopf der Schlüssel liegen. Okay, hier haben sich die Frames jetzt wieder beruhigt. Also hier habe ich konstant immer die gleiche Framerate. Ja, okay, jetzt bricht es ein bisschen ein. Aber es ist nicht so schlimm wie jetzt, sage ich mal, bei uns in der Gegend. Also müssen unsere künftigen Vorhaben ein bisschen von unserem Hauptzentrallager weg. Weg, weg, weg. Bauen. Deswegen, der Flughafen ist gar nicht so verkehrt hier an dieser Stelle. Ja. Aber das Tropiportal war ja auch ziemlich weit weg von unserem Hauptlager. Und trotzdem hat es nicht so funktioniert, wie es eigentlich ja funktionieren sollte. Und das ist ja nicht die einzige Dimension. Es gibt ja noch viele, viele andere Dimensionen. Diese Tropie ist wirklich das mit Dinosauriern und Co. Hm? Da gibt es noch so eine Art Märchenwelt, wo du Kobolde und keine Ahnung was hast. Und keine Ahnung, was gab es denn noch? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wenn ich ehrlich bin. Ach so, okay. Hm? Ich sag, ach so, okay. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Nein!
vielleicht noch ein bisschen Erde dran setzen. Das wäre ja die fertige Höhe. Weil ich da wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Erde wegreißen muss, weil hier die Landebahn hinkommt. Aber das mache ich später. Hauptsache erstmal eine ebene Fläche geschaffen. Hier wäre wieder diese Höhe. Hier geht's so lang. Was machst du? Ne, ich bin hier gerade die Erde am Ausschütten. Ach. Und gucke, wie weit ich gehen muss mit dem Stufenprinzip und wie weit ich denn gehen muss mit diesem Steilhang, weißt du? Ach so. Hab schon gedacht, du unterhältst dich mit mir. Schub, schub, schubbidi-bub, dubbidi-dubbidi-dubbt. Und da ist die Erde leer und auch der Herr Cobblestone. Schalalalalala, schubbidi-dubbidi-dubbidi-dubbidi. Noch ein paar Blümchen mitgebracht. Oh, bringst mir Blumen mit? Naturellement. Oh. Na toll. Einbrecher, willst du die Tür öffnen? Was ist? Hättest du mir nicht sagen dürfen, wo der Schlüssel versteckt ist. So. Eine Runde mache ich jetzt noch. Und. Eine, geht noch. Dann haben wir, glaube ich, noch rein. Dann haben wir, glaube ich, eh unser Pensum für heute erreicht. Ja, ich mache auf jeden Fall meine Taschen hier noch leer. Die tue ich nie wieder zurückbringen. Tja. Hier werde ich die Erde noch überall wegreißen müssen, dass wir hier so eine Fahrt drin haben. Ja, das werden aber alles fein arbeiten. So, jetzt erstmal hier weiter Kobbel legen. Wieder wenn Blümchen. Ich, ich kann keinen Kobbel mehr sehen. Na, ich mittlerweile auch nicht mehr. Und keine Erde mehr. Korbel weg, da ist der Korbel weg, er hat sich doch nur versteckt. Ja, aber immerhin haben wir jetzt einige Truhen leer bekommen, wenn man ehrlich ist. Ja, ich habe ja auch noch so viel in den Ofen drin. Und ich habe hier schon einiges verballert. Boah, wie viele weiche, weiße Blümchen hier sind, das ist ja enorm. Oh. Voll die Glockenwiese. Kannst du weißen Farbstoff herstellen?